Ich habe eine ganze Weile rumgerätselt und bin zu keiner Lösung gekommen. Jedenfalls nicht wirklich. Ich habe herausgefunden, dass es eigentlich vollkommen egal ist, in welcher Reihenfolge man die Knöpfe drückt. Man muss diese Reihenfolge nur beibehalten. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, irgendwann macht es einen Klick. Den kann man wieder, also beide Türen gehen auf. Sobald man auf die Plattform tritt und sie verlässt, gehen alle Türen wieder zu. Egal in welche Richtung. Also ich bin einmal Richtung Ausgang, einmal Richtung der Statue, die man gesehen hat, und einmal in andere Seitengänge rein. Hat alles nichts gebracht. Wenn man dann die Sequenz nochmal macht, also wieder 1, 2, 3, geht es sofort alles wieder auf. Ich habe auch versucht, danach rückwärts zu machen. Also ich habe 1, 2, 3 gemacht, dann sind die Türen aufgegangen und dann habe ich 3, 2, 1 versucht zu drücken. Hat aber auch nichts gemacht. Wenn ich dann 3, 2, 1 weitergemacht habe, dann sind wieder alle Türen aufgegangen. Also es geht wohl echt nur darum, dass alle drei Knöpfe gedrückt werden müssen. Guck mal. Also genau, jetzt sind wir drauf. Sobald wir das Ding verlassen, ist vorbei. Habe auch schon versucht, das Ding da anzuschießen, anzuwerfen, auf die verschiedenen Druckplatten, auf die verschiedenen Platten hier was zu werfen und auch in die Richtung, aber alles nichts. Ich habe noch nichts versucht, hier hinzuwerfen, aber das wird wahrscheinlich auch nichts machen. Nö. So, Opfergaben. Jetzt lass uns hier raus. In der Zwischenzeit habe ich auch noch festgestellt, dass das Ding hier eine richtig gute Wurfwaffe ist. Attack Power 28. Was mal ordentlich. Du kannst dahin. Ich zeige euch einfach mal so dieses 1, 2, 3 Ding. So, Maus auf der richtigen Höhe halten ist von Vorteil. Genau da. Eins. Zwei. Drei. Zurück. Eins. Ist wieder offen. Was zur Hölle? Nein. Ich bin eben gerade raufgetreten und runtergegangen, ohne dass es wieder zugegangen ist. Oh, wir müssen aber noch schnell sein. Oh, das wäre geil. Ich glaube, dafür müssen wir Markierungen neu setzen. Eins ist nicht da. Eins ist hier. So, und ich drücke mir jetzt auch gar nicht. Uns vollkommen egal, wir wollen nur die Markierung richtig setzen. Und gleich schlafen. So, hier ist zwei, das ist richtig, aber da ist nicht drei, sondern da ist drei. Also, hier drauf stellen. Essen ist noch okay. Oh, nee, nicht so wirklich. Ah, haben wir langsam Probleme mit dem Essen. Also im Notfall kann ich immer hochlaufen, aber das mag ich nicht so gerne. Aber ja, das reicht fürs Erste. So, aufhören. Licht. So, Plan ist jetzt, ich laufe nach unten. Am besten schon den Mauscursor so ungefähr in die richtige Position. Ich laufe nach unten. Drück 1, lauf ganz schnell oben hin, 2, 3 und hoffe, dass die Giftwolken noch da sind. Weil wenn die Giftwolken da sind, scheint es dafür zu sorgen, dass die Türen nicht zufallen, wenn man die mittlere Druckplatte verlässt. Weil es werden ja auch keine neuen Giftbolzen geschossen, solange Gift da ist. Obwohl, das kann ich geschickter machen. Ich kann 1 drücken, vor der Druckplatte warten, dann raufgehen, dann 2, 3 drücken und dann hinterher flitzen. Ja, das klingt gut. Also. Eins war hier. Da muss der Mauscursor hin. Drücken. Maus nicht bewegen. Auf die Druckplatte rauf und warten. So, Gift ist weg. Ich muss mich jetzt zuerst nach links drehen. So, jetzt muss ich wieder zurück zu 1. Ha! Sehr schön. Du kommst dahin, dahin, dahin. Mann, jetzt gibt mir was zu essen. Ich habe Hunger. Er sagt, sie hat Hunger. Er hat auch bald Hunger. Viel zu viele hungrige Leute. Aber ja, schön, dass wir das dann noch geschafft haben. Also, ihr habt davon ja nicht viel mitbekommen, aber ich habe da Viertelstunde, 20 Minuten rumgerätselt. So, Feuerball, Blitzstrahl. Kurz andere Seite gucken. Du bist ganz normal, du stehst nicht plötzlich auf.
Ein Schnörkel, Schlüssel, Schloss. Zwei Schnörkel, Schlüssel, Schlösser. Nö, das mache ich mal später. Put your back into it. Das heißt eigentlich, dass man seinen Rücken anstrengen soll oder es mit dem Rücken heben. Digga, wir müssen einfach nur rückwärts reinlaufen. Au. Okay. Neuer Bereich auf der Würfelebene. Ganz ohne Essen und ohne Knöpfe. Das ist jetzt nicht so wirklich toll. Aber gut. Put your back into it. Hä? Die Frequenz, mit dem das auftaucht und verschwindet, ist nicht gleichmäßig. Komm mal her. Au. Okay. Au. Ich wollte eigentlich werfen und mich umdrehen. Rückwärts durch den Teleporter durch. Das ist schon mal ein Hinweis. Man sollte nur vorher irgendwie die Fallgrube dazu machen. Genau die da. Da muss man was durchwerfen für. Nö. Ein Knopf vielleicht? Nö. Oh. Nö, der macht da hinten nichts. Okay. Ah. Oder so. Ja, sehr schön. Du kommst da mit. Schnörkelschlüssel Nummer 1. Okay, ich muss wohl was hier lassen. Was lassen wir denn mal hier? Eine Fackel. So. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Das andere sieht einfach nur schmerzhaft aus. Gucken wir mal. Du hast schon Schaden genommen, das ist nicht gut. Und gleich wird einer von euch anfangen zu hungern. Aber noch geht's. Solange die Magier volle Lebensenergie haben, ist alles gut. So, was macht ihr wohl für Schaden? Feuer oder Blitz? Also es könnte auch Eis sein, aber da haben wir keinen Schutz gegen. Ich nehme mal Feuer. Alles. Okay. Da irgendwo war Blitz. Das war jetzt Eis. Jetzt kam Blitz. Sehr schön. Das war jetzt auch nicht so wirklich schwer. Also du hast einen Schnellschlüssel. Du hast noch einen Schnellschlüssel. Du siehst nicht aus wie ein normales Feuerelement da. Und der Boden hier sieht nicht aus wie ein normaler Boden. Das sind nämlich Etagen. Was zur Hölle? Ist so ein Feuerelementar König oder so? Garstiges. Gut. Du bist ein Blitzelementar. Warum bist du ein Blitzelementar? Wie viel waren es gerade? Es war irgendwas Dreistelliges, es war keine Eins am Anfang. Oh. Okay. 210, sehr schön. Oh. 147. 9. Du trink mal was. Eis. Eisfeuer, würde ich sagen. 164. Oh. Nochmal Feuer. Nein.
Das war schon wieder so rückwärts rein Strafe-Geschichte. Das ist doof. So, Magier sind tot. Das Ganze mit dem Elementarzauber ist ein bisschen schwieriger. Oh, ich glaube, wir sind gleich fertig. Oder fängt er wieder von vorne an? Das war schon wieder das Ausweichding. Gib mal ihm hier. Genau. Wehe, du bist deswegen nicht Elementarschaden resistenter. Das wäre echt nicht schön. 16. Ja, das ist der, der nicht mit normalen Waffen angegriffen werden sollte. Oh, wozu haben wir die Dinger hier? 0. Oder ist es der, der genau mit den Nahkampfwaffen angegriffen werden sollte? Und da trotzdem recht viel aushält. Boah, garstiges Ding. So. Gib mir einen blauen Kristall, sonst haben wir ein Problem. Weil zurück können wir nicht. Ich kann nicht nach da werfen. Okay. Wände sehen ja auch komisch aus. Noch irgendwas anderes an den Wänden? Nö. Wir können da runter? Auch nicht. Nö. Aber da ist definitiv eine Schriftrolle. Vielleicht können wir hier runterspringen, hier vorne. Oder wir gehen die Treppe runter. okay. Es sieht nur aus, als wenn es eine Etage wäre. Es sind aber zwei. Das heißt, wir sind jetzt... Oh. Oder auch nicht. Na gut, was steht da? Spruchrolle des Designers Gamok. Text. The Lair? Also die Gruft, in der du stehst... ist in Essenz, also sie ist primär oder sie ist das Essenz von etwas, ein Platz, der nicht verstehbar ist. Wenn du es verstehen willst, suche die Schriftstücke der Magier. Des Magiers Andar, der lange an den Küsten des großen Westens der großen westlichen See gelebt hat. Sei jedoch vorsichtig, um nicht zu tief zu studieren, das furchtbare Wissen, das er besitzt. Denn ein schwacher Geist, kennt man ja. Wir können nicht mehr sagen, aber dies, dass die wahre Natur von Grimrock eines Tages gezeigt werden muss, wenn die Welt von Menschen und Bestien das Zeitalter des Dolches überleben soll. Okay. Obwohl, es könnte noch gebraucht werden. Du kommst mal damit hin. So. Irrtap. Gamok. Was sagt denn Irrtap? Irrtap ist schon ein wenig kürzer gefasst. Und wesentlich genauer und auf den Punkt. Wir sind die Designer, die dieses Gefängnis gebaut haben, mit einer einzigen Aufgabe, den Unsterblichen festzuhalten, bis die Zahnräder der Zeit zum Stillstand kommen. Sollte der Unsterbliche erwacht werden, haben wir die einzige Waffe zurückgelassen, die in der Lage ist, das Biest zu zähmen. Irrtap mag ich wesentlich lieber als Gamok. Und was mit Idna? Idna ist auch toll. Die Waffe der Macht ist versteckt in dem Schatten von dieser Gruft. Aber um den Unsterblichen wirklich zu verletzen, musst du ihn auseinandernehmen, Stück für Stück. Denn wenn er nicht mehr komplett ist, kann er geschlagen werden. Tada! Alle Fackeln weg. Schatten der Gruft.
Waffe der Macht. Und alle leben wieder. Das ist doch mal eine schicke Waffe der Macht. So. Du nimm das mal. Dein Dolch ist echt sonst lachhaft. Also Blitzstrahl, Feuerball. Abspeichern würde ich sagen. Und nächste Folge töten wir einen Würfel. Also bis gleich.